Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir sind hier in Kolonie 11, glaube ich, ist es, ne? Ist es Kolonie 11? Genau, Kolonie 11 Vestor. Von der selbstmörderischen She-Ra und sollen uns irgendwie noch von drei ihrer Trupps hier das Vertrauen erschleichen. Beziehungsweise das Vertrauen gewinnen erschleichen, natürlich auf gar keinen Fall. Genau, hier haben wir beim letzten Mal so Kampfprüfungen abgelegt von Klett. Damit haben wir, glaube ich, den einen schon mal überzeugt. Jetzt wollen hier wieder Leute mit uns reden. Geht mir aus den Augen, eure Gesichter zu sehen, bringt mich in Rage. Das ist doch keine Umgangsart, nachdem wir so freundlich beim Training ausgeholfen haben. Ja, sehr freundlich. Ihr habt nur geholfen, weil ihr unsere Lefnisses zerstört hattet. Uff, tja, das stimmt wohl. Ja, wenn Truppenführer Klett es nicht besonders anders befohlen hätte, würde ich euch in Stücke reißen. Ja, das ist ja gut, dass Klett es irgendwie anders befohlen hat. So, und hier lief doch gerade auch noch irgendwo eine Sprechblase rum mit Sternchen dran. Irgendwie weg. Naja, okay, wir sollten uns auf jeden Fall für eine der drei noch am Vestor treffen. Die mobilisieren sich da gerade. Das hier müsste das sein. Setzen wir das mal auf aktiv. Und ich glaube, die Kantine kontrollieren. Dem müssen wir wahrscheinlich auch dabei helfen, nochmal irgendwelche Vorräte zu finden oder so. Und da wir anders eh nicht herauskommen würden, so wie ich das sehe, machen wir jetzt erstmal die hier am Vestor. Niemand hier! Das ist doch das Vestor, oder? Haben wir sie falsch verstanden? Falls ihr jetzt Zorans Truppe sucht, die ist schon lange weg. Weg? Wohin? Wohin glaubt ihr denn? Kolonie Lambda, sie bereiten einen Angriff vor. Warte, das wusstest ihr nicht? Alter, was? Alter, warte. Du sagst, sie beabsichtigen, Kolonie Lambda anzugreifen? Ja, das habe ich wohl gesagt. Aber wieso zum Funken? Seit wann brauchen wir einen Grund? Wir sind Soldaten, also kämpfen wir. So einfach ist das nicht. Urgs sind in dieser Kolonie wirklich alle gewaltbereite Spinner. Beschwer dich später, wir müssen nach Lambda. Ja, wir müssen diesen Kampf irgendwie aufhalten. Urg, wenn das schon so losgeht, kann es ja noch heiter werden. Okay, jetzt müssen wir nochmal nach Lambda zurück. Kolonie Lambda und die Umgebung. Ja, dann machen wir das. Dann reisen wir mal zu Kolonie Lambda zurück. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das ist Gamma. Welche war denn nochmal Kolonie Lambda gewesen? Und warum Kolonie 9? Es wäre irgendwie mal cool. Wo hat man das denn nochmal gesehen? Es gab doch, ja, Kolonie 11, Tau. Ach, Lambda war hier gewesen. Ach so, Lambda war die von Ezert gewesen. Genau, links unten steht es auch. Ich komme mit diesen, was ist es, griechischen oder lateinischen Buchstaben nicht klar. So, Kolonie Lambda, okay, ja, da wo wir auf Konsul Joran quasi getroffen sind, ne? Hier müsste es gewesen sein. Der Stolz eines Kriegers. Genau, dann gehen wir mal zum Höhlenflussausgang und dann laufen wir von hier aus nach Kolonie Lambda rein und gucken mal, was uns da so erwartet. Diese Kolonienamen, Leute, die machen mich fertig. Sie waren auch alle so erschrocken, ne? Deswegen dachte ich auch, dass das ihre Heimatkolonie gewesen ist. Aber anscheinend reicht auch hier Isolds Kolonie aus, um für einen gewaltigen Schrecken zu sorgen, weil wir einfach schon mal hier gewesen sind und hier auch die Flammenuhr zerstört haben. Da sind wir. Noch kein Zeichen von Zorans Leuten. Sieht aus, als wären wir vor ihnen hier. Ja, aber ich bin mir sicher, dass sie jede Minute auftauchen werden. Jemand ruft an. Widow, hey, richtig. Wir sind genau vor eurer Nase. Bist du eine Soldatin von Zorans Truppe? Dieser Geruch. Wie bitte? Ich rieche Wut oder etwa gerechten Zorn und außerdem Unbehagen und ein Gefühl von Pflichtbewusstsein. Wovon redest du? Ihr seid sicher hier, um den Angriff zu stoppen, oder? Woher, wenn ihr das wisst, dann... Ihr werdet hier nichts ausrichten können, nur der Truppenanführer kann uns Befehle geben. Dann bringt uns zu Zoran, wir reden direkt mit ihm. Wenn ihr das wirklich wollt, dann müsst ihr erst einmal mich finden.
Ich kundschafte gerade Lambda aus und euch habe ich auch im Auge. Sogar jetzt gerade beobachte ich euch. Noah, was hat sie gesagt? Wenn wir mit Zorin reden wollen, sollen wir zuerst zu ihr kommen. Und wo steckt sie? Keine Ahnung, aber sie hat behauptet, sie beobachtet uns jetzt in diesem Moment. Wir suchen also eine Stelle in der Umgebung von wo man hier alles im Blick hat. Ja, wie wär's mit da rechts oben? Nicht dein Ernst, da finden wir eher die Nadel im Heuhaufen. Uff, dieses verlodderte Miststück. Ich werde sie finden und wenn ich hier jeden Grashalm ausrupfen muss. So, suche Widow. Ja, da ist uns sowohl... Achso, uns werden hier verschiedene Marker angezeigt. Ich wollte gerade sagen, da es uns sowohl mit Markern als auch mit Lauflinie angezeigt wird, ist es wahrscheinlich nicht so schwer, Widow zu finden. Aber gut, es sind immerhin drei Lokationen, die wir absuchen müssen. Eine scheint direkt hier links zu sein. Und danach spaltet es sich auf. Dann müssen wir einmal links und einmal rechts rauf. Ja, ich glaube, wir müssen hier vorne links. Das war, glaube ich, auch die Höhle gewesen, wo wir mal gegen diese Autoleftnisse gekämpft haben, oder? Unser eigentlicher Pfad. Wegweiser führt uns woanders hin, aber jetzt gehen wir erstmal hier hin, weil mir das deutlich näher zu sein scheint. So, was haben wir hier? Untersuchen. Hier ist sie nicht. Suchen wir weiter. Nee, Gebietsliste. Mal wieder einen falschen Knopf gedrückt. Genau. Achso, das ist dieses Geiernest, ne? Wo ich mir fast schon mal gedacht habe, dass da noch irgendeine Art Quest oder sowas stattfinden wird. Jetzt haben wir auch die Erklärung. Dann laufen wir jetzt mal hier hoch. Und schauen mal, ob wir den Geier nochmal besiegen müssen. Oder ob wir einfach so nachgucken können, was hier oben ist. Hallo? Können wir einfach gerade klettern? Danke. Vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Ach, guck mal, Widow. Haben wir nicht gefunden, wa? Hä? Aber der Sprechenaufruf hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Haben wir nicht. Du hast uns ganz schön Zeit gekostet. Oh je, ihr habt mich schneller entdeckt als gedacht, aber damit hätte ich wohl rechnen sollen. Spar dir das Geschleime und bring uns zu Zorin, aber zackig. Hey, hey. Ach ja, deshalb seid ihr ja hier. Dann wartet mal kurz, ich kontaktiere sofort den Truppenführer. Was in aller Welt wollt ihr, Ouroboros? Ich hoffe, ihr habt einen guten Grund, mich während einer Operation zu stören. Hör bitte zu, es gibt keinen Grund mehr, Kolonie Lambda anzugreifen. Ist das so? Ihre Flammenuhr wurde schon zerstört, ihr Status ist also derselbe wie bei Kolonie 11, das müsst ihr doch klar sein, oder? Natürlich, und weiter? Was soll das heißen, und weiter? Meine Einheit hat sich lange auf den Tag vorbereitet, an dem wir Lambda angreifen. Nichts wird unseren Plan ändern, egal wie ihr jammert oder was ihr sonst noch so vorhabt. Wen jucken eure tollen Vorbereitungen? Pfeif jetzt sofort deine Leute zurück. So, tut mir leid, dass ich störe, wenn du beschäftigt bist. Strider? Strider, solltest du nicht als Aufklärer unterwegs sein? Ja, deswegen bin ich hier. Ich habe einen dringenden Bericht. Fahr fort. Eine kevessische Streitmacht rückt gegen Lambda vor. Sagtest du kevessisch, also nicht eure Truppen? Genau, sie wollen die Verwirrung ausnutzen, nachdem Lambdas Flammenuhr futsch ist. Lambda ist nicht gerade auf der Höhe. Das könnte ziemlich brenzlig werden. Verfunkt, die wollen uns wohl die Beute vor der Nase wegschnappen. Wir werden bald auf sie stoßen. Was sollen wir tun, Herr Truppenanführer? Das fragst du noch? Wir greifen Lambda zuerst an. Natürlich. Verstanden. Viele Alternativen gibt's wohl auch nicht. Hey, hey, endlich geht's los. Gefechtsposition, Zorin-Einheit, wir greifen an. Wartet, wir sind ja noch nicht fertig. Was sollen wir tun? Lambda ist in Gefahr. Was ist mit der Streitmacht aus Kevis? Wir müssen sie aufhalten, sonst wird das richtig hässlich. Ach, verfunkt nochmal. Zuallererst müssen wir diese kampfgeilen Wahnsinnigen aufhalten. So sieht's aus. So, jetzt müssen wir wieder hier runter. Ich würde sagen, da gönnen wir uns einfach mal die Abkürzung. Und springen hier runter. Geht das? Ne, da sterben wir bei, ne? Ach, guck mal, da liegt auch noch jemand zum Nachhauseflöten. Sehe ich das richtig? Und ein Lootgeier. Aber ich würde sagen, das Nachhauseflöten machen wir eben. Den Lootgeier lassen wir in Ruhe. Obwohl, wer weiß, der könnte natürlich noch für irgendwelche Juwelen, Upgrades oder so, interessante Materialien fallen lassen. Ja, vielleicht sollte ich es mal angewöhnen, solche Loot-Tiere doch mal eben umzuhauen. Vielleicht hilft mir das später bei den Juwelen-Upgrades noch irgendwie weiter. Jo, Drufter.
Es schwankt schon. Und es wird auch gleich tot sein. Ich glaube, deutlich schneller als ihm lieb ist. Ja, und jetzt springen wir einfach mal hier runter. Oh. Okay, jetzt hat uns gerade mal die Hälfte des Lebens gekostet. Ich wollte gerade sagen, so mitten im Flug. Ich glaube, das wird doch noch gerade knapp von der Fallhöhe her. Aber es war kein Problem gewesen. Okay, ich wollte gerade noch diesen Loot Pelikan oder was auch immer das war umhauen, aber es ging nicht mehr. Alle Einheiten auf Position, wartet auf mein Zeichen. Ihr schon wieder. So sehr wollt ihr unseren Krieg aufhalten. Wollt ihr denn so sehr kämpfen? Sag mir einfach warum. Ha, du willst den Grund wissen, den werde ich dir sagen. Die einzige Stärke, die ich anerkenne, findet sich im blutigen Kampf. Ich stelle mich, indem ich mich an den Rand des Todes quäle. Das ist die wahre Bedeutung der Schlacht und der Grund, warum ich kämpfe. Also kämpfst du weiter, nur um stärker zu werden? Natürlich, jetzt sag nicht, dass du als nächstes fragst, wieso ich stark sein will. Nee, ich verstehe schon. Ich glaube, ich kann deine Gründe nachvollziehen. Aber dann verstehe ich nicht, warum du dich in diesem Fall wie ein riesengroßer Feigling benimmst. Hast du mich gerade Feigling genannt? Juni? Ja, dein Kumpel hat es doch selbst gesagt. Lambda ist in Aufruhr, seit sie ihre Flammenuhr verloren haben. Die haben jetzt nicht mehr die Hosen an. Die kevesische Streitmacht will diese Schwäche ausnutzen. Ja, so ist es. Und weiter? Also, macht ihr denn nicht genau dasselbe wie sie? Was? Red kein Stuss, das ist ganz und gar nicht dasselbe. Ganz und gar nicht. Meinst du, was ist denn anders? Versuch es mir zu erklären, ich bin ganz Ohr. Ja, hat er nicht mehr so viel zu sagen, wa? Du hast vielleicht Nerven. So, Planänderung. Das neue Ziel ist die kevesische Streitmacht, die in Lambda einmarschiert. Also jetzt Keves gegen Keves, oder was? Wie? Wir sollen uns wirklich von Lambda abwenden? Stell so etwa eine Anweisung deines Truppenanführers in Frage. Ups, nein, alles klar, verstanden. Verstanden, hey, das könnte spaßig werden. Die Leute von Kolonie Lambda sind eure Verbündeten, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und? Du hast die Frechheit besessen, mich einen Feigling zu nennen. Ist es nicht der Gipfel der Feigheit, seine Verbündeten allein der Gefahr zu überlassen, nur um uns aufzuhalten? Ha, ist ja wohl klar, dass die Lage jetzt anders aussieht. Wenn es hart auf hart kommt, beschützen wir unsere Freunde. Humph. Solon-Einheit, zermalmt sie, zertrampelt jeden Feind, den ihr seht. Okay, wir sind ja schon mitten im Kampf. Sekunde, wo ist derjenige, den wir jetzt gerade im Ziel haben? Hier. Diese nicht vorhandene Kampfübersicht, ja? So, wir stehen in irgendeinem netten Effekt drin. Was müssen wir hier machen? Alle Typen umrätseln? Und alle Robos oder was? So, irgendwas ist hier hinüber. Ich würde gerne den hier anvisieren mit wenig Leben. Oder ist das einer von uns? Nee, einfach von Roten. Sag mal. Ach, egal. Ich greife jetzt das an, was hier aufleuchtet. Oder das könnte auch die Truppen hier vom Zoran sein, ne? Auch, aber die haben roten Lebensbalken, das heißt doch eigentlich Feind, oder? Naja, egal. Ich kämpfe einfach weiter. So, das ist es auch schon gewesen. Ist es vorbei? Das war dann nur die erste Welle. Da kommen noch mehr, also krieg keine kalten Füße. Hey, Zeit für ein bisschen mehr Spaß. So, wo ist unser aktuelles Ziel? Können wir weiter raus? Ich zoome jetzt immer maximal weit raus. Ich glaube, das sorgt doch für ein bisschen mehr Übersicht. Hallo, können wir mal kämpfen? Ja, ich bin gleich tot. So, ich glaube, ich habe die Aggro irgendwie voller. Warum? Ey, ich habe nichts an der Kamera gemacht und trotzdem zoomt er wieder ran. Wo ist denn unser Gegner hier? Es ist so unübersichtlich. So, der Kevis-Blocker müsste der Tank sein, ja. Man sieht nichts vor lauter Zahlen, Kreisen, Gegnern. Ich bleib einfach mal hier stehen und hau drauf. Also gerade wenn so viele im Kampf sind, ey, ist es so mega unübersichtlich.
So, hier gibt es jemanden, der heilt, so wie ich das sehe. Dann hauen wir den auch mal lieber um. Ja, und wir stellen uns einfach mal hier in alle Kreise rein. Ah, synchronisieren können wir auch mal, weil es so lustig ist. Achso, er ist hinüber. Wir hauen immer noch auf den rum, weil wir gerade die Attacke gestartet haben. So, haben wir es jetzt geschafft. Jetzt kommt die Hauptarmee. Achso, das war noch nicht die Hauptarmee. Ihr könnt es sicher kaum erwarten. Nicht, dass ich mich drauf freue, aber wenn sie schon kommen, sollen sie sich beeilen, damit ich sie endlich platt machen kann. Das ist Lenz. Ha, sehr gut. Gib dich einem Tötungsinstinkt hin und lass alles raus, was du hast. Es ist so schade, dass es fast vorbei ist. Ich will kämpfen, bis ich zusammenbreche. So, achso, wir sind erst wieder auf den Kleinen hier, sollen wir recht sein. Achso, das untere hätten wir schon als Fusionsattacke machen können. Naja, egal. So, Tank tot. Man sieht auch nicht, in welcher Attackphase oder sowas man sich großartig befindet, ne? Weil es hier einfach viel zu voll ist. So, können wir jetzt mal alle auf den hier gehen. Wir wirbeln sich hier in der Luft einen ab. Soll er mal. So, so wie ich das sehe. Man könnte auch mal sagen, konzentriert auf mal euch auf Fusionstechniken. Kann man jetzt eigentlich mal als Default-Einstellung festlegen, dass sie auch mehr Fusionstechniken nutzen sollen? So, Angriffskette lohnt sich wohl nicht mehr. So, und schon erledigt. Uff, die haben länger durchgehalten, als ich gedacht hätte. Und dass wir die Truppen verteidigt haben, die wir eigentlich angreifen wollten, verstehe ich auch immer noch nicht. Hey, aber es hat der Sache noch zusätzlich Dramatik gegeben. Zorn, Nun sieht's so aus, als hätten wir genau nach eurer Pfeife getanzt. Wie? Unseren Angriff auf Lambda zu verhindern und uns sogar dazu zu bringen, sie gegen andere zu verteidigen, ist jetzt äußerst kränkend, so leicht auf eure Strategie reingefallen zu sein. Ich, also... Ich meine, natürlich seid ihr das nicht zu fassen, dass ihr das jetzt erst merkt. Ha, ihr traut euch was, aber jetzt verstehe ich endlich. Ich konnte nie begreifen, warum Ishida so fanat in euch war. Aber jetzt ist mir klar, was sie in euch gesehen hat. So weit würde ich nicht gehen. Aber glaubt nicht, dass der große Zorn weiter nach eurer Pfeife tanzt. Eines Tages werden wir miteinander abrechnen, und zwar ohne eure billigen Tricks. Die Operation ist vorbei. Zorn-Einheit, zurück zur Basis. Ups, tut mir leid. Dem Zugführer brennt schnell die Sicherung durch. Manchmal redet er, ohne vorher nachzudenken. Mit anderen Worten, er ist manchmal ein ganz schöner Idiot. Eine gewagte Äußerung. Er ist doch euer Vorgesetzter. Hö, aber er scheint euch zu mögen. Hat er uns nicht gerade mit einem Kampf gedroht? Ganz genau deswegen ja. Wenn er euch nicht mögen würde, hätte er euch sofort umgebracht. Er ist einer, der gerne mit seinem Essen spielt, bevor er es isst. Als wäre er ein verhungerndes Monster oder sowas. Wenn du das Monster beruhigen willst, gib ihm am besten was zu kämpfen. Ihm das Kämpfen zu verbieten, wäre ihm das Atmen zu verbieten. Ich persönlich liebe ja diese spontanen Kampfausbrüche. Strider Widow, wo bleibt ihr? Nicht bummeln! Oh, der große böse Wolf ruft, Zeit mich zu verabschieden. Hey, hey, ich hoffe, wir sehen uns wieder, Ouroboros. So, abgeschlossen. Der Stolz eines Kriegers. I see some relations have changed. So, was haben wir gerade bekommen, itemtechnisch? War das was Spannendes? Hartsocken, Rückprallresistenz. Na gut, hätten wir uns
auch direkt hier drin bleiben können. So, trifft und die Regeln der Jagd. Genau, das müssen wir auch noch machen. Ich... Nee, hier, nee, für einen Kartenwechsel, für einen Gebietswechsel muss man immer in dieses Menü hier gehen. Warum eigentlich? Warum kann man nicht von der normalen Gebietsansicht auch dann hier in die Übersicht wechseln? Naja, egal. Also ich glaube ja, dass es irgendwo hier weitergeht. Dass wir irgendwo hier die Truppe, die Kantinentruppe treffen, die wahrscheinlich irgendwie auf der Jagd ist oder so. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht, aber der Questweiser wird es uns jetzt zeigen. Hallo? I see some relations have changed. Was müssen wir denn machen? Ach so, ach, das war die Nummer. Obsidianbeere sammeln. Wo wir auch schon einiges von haben, ne? Wenn ich nur wüsste, wo wir es her haben. Ich gehe mal eben gucken, ob wir hier... Ja, hier in den Innenhöfen bestimmt nicht. Genau, da sieht man auch, sind mehr mechanische Teile. Ob wir hier vorne auf dem Feld was davon finden. Wenn nicht, müsste ich mal suchen, wo wir es herkriegen. Sammelkonduktor, ach so, ne, das wäre eng. Oh, hier ist noch ein älterer Kanal. Den nehmen wir auch nochmal gerne mit. Hm, Obsidianbeeren, ey, nee, keine Ahnung, wo wir die jemals gesammelt haben. Wahrscheinlich eher nicht hier in der Wüstenregion, oder? Und schon gar nicht bei solchen Kristalldingern hier. Ich vermute, dann sind das eher Gebiete, die weiter zurückliegen. Hey, this one means business. Wer hat uns jetzt angegriffen? Der grauen Grokul, warum auch immer. Nee, also ich habe nicht den Eindruck, dass es hier ist. Boah. Okay, der hat einiges an Leben, der Kollege, der Stufe 39. Wo ist er hin? Warum hier? So, aber eigentlich wollte ich mal kurz diesen Elite nochmal hier angreifen, dann gehe ich gucken, wo ich die Obsidianbeeren herkriege. So, er schwankt auf jeden Fall. Aua, was geht hier ab? So, bezwungen. Klassen... Achso, die Elites geben auch nochmal ordentlich Klassenbonus-EP. So, dann würde ich sagen, Leute, gucke ich jetzt mal, wo wir die Obsidianbeere gefunden haben. So, ein Vögelchen hat mir geflüstert, dass sie hier irgendwo zu finden sein sollen. Und hier ist anscheinend auch schon die erste Obsidianbeere Nummer 7. Ich zeige euch gleich mal, wo wir hier sind. Oh, ich glaube, hier ging es tief runter. Hm. Kommen wir nicht hier jetzt gleich in die Region mit den hochleveligen Viechern auch, wo wir mal gewesen sind? Wir sind hier im Magnawald wieder. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn wir da jetzt runterklettern würden, weiter, dann wäre da auch das Gebiet mit den ganz hochleveligen Viechern. Aber gut, jetzt haben wir eine gefunden, das ist immer noch so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Aber ich muss diesen Weg mal weiter runtergehen. Ich hatte irgendwie gesehen, obwohl jetzt sind wir ja auch ganz runtergegangen, dass es hier auf diesem Weg das irgendwie geben soll.
Genau, hier ist der Übergang zu Schloss Kevis Umland. Aber eine ist jetzt ein bisschen enttäuschend, ne? Da muss ich diesen Weg vielleicht noch zwei, dreimal gehen. Gucken jetzt nochmal eben da oben zu Ende. Obsidian wäre. Das sind immer geil, solche Sammelaufgaben. Weißt du, vielleicht habe ich es vielleicht mir auch noch zu doof, vielleicht habe ich es noch nicht gesehen. Aber es wäre cool, wenn sie einem irgendwie einen Hinweis hinterlassen würden, wo man die Dinger findet, wenn man sie einmal im Inventar hatte, ne? Wo man sie aufgesammelt hat. Ob es dann wirklich nur da ist, wo man es einmal aufgesammelt hat, oder ob sie einem direkt alle Stellen anzeigen würden, wo es es gibt, das wäre mir relativ egal. Aber ansonsten weiß doch niemand, wo er was hier immer aufgesammelt hat, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das hier auch noch zu dem Sammelgebiet zählt oder nicht. Stufe 45. Leute, ich gehe jetzt einfach noch ein paar Mal diesen Weg hier runter. Und guck mal, ob ich da auf diesem Weg noch ein paar Mal diese Beeren einsammeln kann. Und wenn es auch immer nur eine Beere pro Durchgang ist, müsste ich halt noch mal dreimal da runterlatschen. Aber irgendwann hätten wir es dann zusammen. Und dann schauen wir, was wir da weitermachen müssen mit diesen Beeren. Okay, okay, Leute. Also hier auf diesem Schlachtfeld, wo sich Ethel und Karumamuravi, wie auch immer hieß, ich weiß es nicht mehr, gefetzt haben und wo sie auch irgendwie noch hier rumstehen, beziehungsweise ihre Leftnisse. Hier scheinen auch noch ein paar von diesen Beeren rumzuliegen. Auf diesem einen Weg da, wo ich es zuerst versucht habe, da ist immer nur eine gespawnt und man musste auch wirklich einmal in das Nachbargebiet den Ladebildschirm wechseln, damit diese ganzen Sachen nachspawnen. Das ist mir doch zu nervig gewesen. Da habe ich mal nochmal geschaut, dass hier auch welche rumliegen sollten und hier lagen jetzt wenigstens auch mal zwei auf einmal rum. Okay, und dann können wir jetzt weiter unserer Quest hier nachgehen. Immerhin das. Ach, guck mal, hier geht's auch noch irgendwie rein. Können wir das irgendwie bedienen? Tatsächlich. Better give it a good once over. This could be dicey. Up to you. Warum sind wir jetzt hier in eine Cutscene gerannt? Was ist hier jetzt passiert? Wo bin ich jetzt reingerannt? Ladevorgang? Ich wollte eigentlich ganz gemütlich meine Quest zu Ende machen. Mit einem ewig langen Ladescreen. Was passiert hier gerade, Leute? Bin ich jetzt aus Versehen weiter in die Haupthandlung reingelatscht? Aber die war doch eigentlich jetzt ganz woanders, in einem anderen Gebiet, oder? Wir sollten doch eigentlich zu diesem Umland vom Schloss. Das war anscheinend ein Gebietsübergang. Uraya Gebirgsfahrt. Warum? Na, jetzt latschen wir auch nochmal hier entlang. Oh, Schulz, der Belagerer, ist ein Name. Na gut, dann machen wir den jetzt noch. Probieren es zumindest. Okay, ich glaube, er hat mich gerade gewann-hittet. Danke dafür. So, darf ich mal hier bitte in den Defense-Kreisen mit drin stehen bleiben? Danke. Vor dem Packen, ich meine, wir sind, ach, boah, es ist ein Named 48 und wir sind Stufe 45. Jetzt checken wir es erstmal, bin mir gar nicht so sicher, ob wir den wirklich packen. Aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Vielleicht mit der geschickten Angriffskette oder so dann. Ja, das ist immer übel, was wir hier so abkriegen. Vielleicht auch nochmal synchronisieren, Stufe 3. Vielleicht irgendwann. Die anderen haben es auch gerade gemacht. Wir kämpfen mal weiter. Aber es wäre mega nice, wenn wir in Stufe 48 ein Name pflegen würden, oder?
So, jetzt haben wir Synchro-Stufe 3. Damit will ich aber nicht unbedingt direkt in die Angriffskette reingehen. Ich muss auch mal gucken, was meine Ouroboros-Kettenangriffe so machen. Er hat uns irgendwie umgesmasht. So, dann haben wir jetzt ein paar Mal drauf hier. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben ihn so zu, weiß ich nicht, ein Viertel down. Jetzt ziehen wir gleich mal in die Angriffskette rein. So, mein Freund. Und zwar jetzt. Oh, wir sind eh gerade low life. Dann gehen wir lieber jetzt in die Angriffskette. Ich weiß gar nicht, was unser Kollege hält. Ehrlich gesagt, macht er mit dabei. Hebt den Schadensmultiplikator um 150 Prozentpunkte und gewährt der ganzen Gruppe Kraftaufladung. Schadensmultiplikator erhöhen in der ersten Runde ist, glaube ich, nicht ganz schlecht. Das wirkt sich ja dann auch auf die Folgerunden entsprechend aus. Wenn wir jetzt mit dem Tank enden, kriegen wir auch nochmal Bonuspunkte. Das könnte dann auch ganz gut wirken. 46. Flächenheilung ist auf jeden Fall nicht verkehrt. 86. Na komm, dann hauen wir noch einen Heiler raus. Da haben wir schon einiges an Helden quasi verwendet. Also wir hätten mal gucken müssen vorher, was er hier so macht. Held schließt, er gibt exzellent. So, das gibt dann exzellent. Ja, machen wir das mal. Wenn er in dieser Kette nicht wiederkommt, ist schon okay. Aber mit Exzellent kriegen wir jetzt einiges an Helden auf jeden Fall wieder. Alle anderen genau genommen, müssten es nach meinem Verständnis sein. Ist echt ganz geil mit ihr, ne? Viele nette Helden für die Angriffsketten, muss ich sagen. So, Bombardement, dass Attacken nicht geblockt werden können. Komm, du darfst mal anfangen. Punkte. Aber wir sind jetzt schon bei 44, das wären 85. Ja, komm, dann werden wir wohl über die 150 kommen, locker. Hätten wir schon mal eins unserer Ziele erreicht. Bombardement. 677% Bonusschaden sind wir jetzt schon. Sehr gut. Reaktivierung. Die beiden sind zurück. Sehr schön. 7 mit 44. Senna und Lance. Nehmen wir mal das hier. Ich weiß gar nicht so ganz genau. Ui, das waren deutlich mehr als erwartet. Und dann nehmen wir ihn bis zur 99 und Senna wieder bis über die 150. Dann wird das schon irgendwie passen. Roms, sehr gut. Zwei zurück. So, jetzt nehmen wir. Jetzt müssen wir einen von Ouroboros nehmen, also Lance oder Noah. Na, nehmen wir Noah und schließen wir mit Senna ab, würde ich sagen. Und dann passt das schon. Wenn wir jetzt alle benutzen, wäre das nicht so schlimm. Oh. Aber wenn ich sie jetzt benutze, komme ich wahrscheinlich drüber. Bin ich bei 80. Die Gefahr ist da, dass wir drüber kommen. Was wäre auch nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, ich mache es lieber so. So. Und dann darf sie abschließen. Kommen auch so nochmal auf genau 150. So, und jetzt gibt es nochmal einen Ouroboros-Angriff. Ja, ich glaube, ganz umklatschen werden wir ihn nicht, aber es dürfte ihm ordentlich Aua machen. Genau, Reaktivierung. Ouroboros, 1000 Nadelstiche, alle sind wieder da. So habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Und
So, ein Schadensmacher kann was machen in dieser letzten Runde immer. Oh nein, wir sind mit einem Schlag über 100. Warum? Ich wollte eigentlich die beiden Heiler auch nochmal draufballern lassen. Naja, okay, egal. Ja, es hat ordentlich Aua gemacht. 600.000. Aber es hat noch nicht gereicht, um ihn umzuklatschen. So, wir kriegen gerade alle schön Heilung. Und das ist ganz gut, weil hier gerade ordentlich Flächenschaden auf uns niederregnet. Ich sehe nichts mehr aus diesem Ouroboros-Angriff da raus, den unser Kollege da macht. Oh, ich wurde umgeklatscht. Das ist toll. Würde mich jemand aufheben? Danke. Harter Agro-Reset. Na, ich glaube, er ist gerade enraged und das macht jetzt gerade richtig Aua. Kann das sein? So, dann haben wir hier mal ein bisschen drauf. Ja, es sieht ganz gut aus, was wir ihn kriegen könnten, aber ich glaube, ich hätte einfach ein bisschen länger mit der Angriffskette warten sollen, dann wäre es ein bisschen safer gewesen. Aber es sieht mir so aus, als wenn wir es auch so schaffen würden, was irgendwie ganz geil wäre, wenn wir hier in Stufe 48 Named legen würden. Oh, jetzt kriegen wir es gerade alle nochmal richtig ab, glaube ich. Oh ne, vor allen Dingen ich bin tot. Haben wir noch, ja, unsere Heiler leben noch, danke. So, wir gehen auch mal hier in so ein paar Defense-Kreise rein. Das kann man irgendwie nicht schaden, glaube ich. Ja, ich hab... Okay, wir sind alle in einem Heiler drin. Alle in einem Heilkreis drin. Unser Tanks ist gerade... Boah, hier kriegen wir zum Schluss... Kriegen wir es richtig ab. Wir machen noch eine Angriffskette. Wenn ich nochmal aufstehen würde, würde ich noch eine Angriffskette starten. Lebt noch... Nee, oh, verdammt, unsere Heiler sind tot. Nein, wir schaffen es doch nicht, Leute. Ob unsere Tanks das noch so alleine schaffen, ohne Heiler und so. Ich habe echt Zweifel. Achso, ich hätte einfach mal den Charakter wechseln können. Vercheckt, um noch eine Angriffskette zu starten. Jetzt ist sie aber die einzige in der Angriffskette. Ich glaube, das wird nicht viel bringen mit lauter Toten. Es hätte eventuell noch was gebracht, 350 Gesamtschaden. Es hätte eventuell noch was gebracht, wenn ein paar mehr am Leben gewesen wären, ja. Das ist kacke, Leute. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen, aber nur das Ende reinschneiden. Freunde, haben Tür geöffnet, großartigst. Okay, ja, beruhig dich ein bisschen. Paroro dachte, Karawane wäre damit jetzt frei beweglich, aber Krieg verhindert immer noch Handel. Das ist natürlich doof. Ja, ich gehe jetzt nochmal zu dem Typen, Leute, und versuche den jetzt umzuflexen. Dann sehen wir uns am Ende wieder. Jo, da sind wir wieder in der finalen Angriffskette. Er ist eigentlich so gut wie down. Ich hatte eigentlich auch mir die erste Angriffskette schon für die letzten 40% des Gegners aufbewahrt, aber ich habe diese Angriffskette voll verkackt gehabt. Und deswegen lief das alles nur so semi-optimal, aber ich bin zuversichtlich, dass wir ihn jetzt mit dieser Angriffskette hier umflexen müssen. Werden. Ich hatte ihn zu früh in der Angriffskette angesetzt. Ich habe es irgendwie vercheckt, dass man mit ihm das ja auch abschließen muss. Genau, da steht ja auch, Held schließt Kommando ab und ich hatte es mittendrin eingesetzt. Das war nicht so richtig hilfreich gewesen. So, und er darf auch nochmal heilen. Dann haben wir auch die relativ low sind, von ihren Punkten mal direkt ein bisschen erhöht. Oder, ja, wahrscheinlich ist es doch besser, einen so richtig hoch zu bringen, als alle einigermaßen hoch, aber das müsste ich mir auch nochmal genauer angucken. Jo, exzellent, 200, das heißt, alle anderen drei kommen jetzt wieder und das sind ja dann doch ganz gute Voraussetzungen. Boah, jetzt habe ich nicht mehr sein Kommando, ne? Naja, egal. Wohl doch, habe ich wohl.
Nehmen wir mal das hier. So, er darf wieder anfangen. Kommen wir schon relativ hoch mit. Also er darf die nächsten Male auf jeden Fall nicht mehr anfangen. So, und jetzt nochmal mit Senna. Auf über 150. Senna kommt nicht über 150. Das ist bitter. Na gut, weil er auch ein Verteidiger war und ein anderes Volk wahrscheinlich. So, vernichtet haben wir ihn auf jeden Fall. Jetzt ist der Rest auch egal. Jetzt geht es nur darum, die schön hohe Zahl zu kriegen und etwaige Bonus EP auf unsere Klassen mitzunehmen. So, ich bin immer zuversichtlich, dass wir diesmal auf... Naja... auf über 150 kommen werden, indem wir alle unsere Helden verbrauchen. So, jetzt kommen wir mit ihr aber definitiv auf über 150. So, mal gucken, ob es reicht, um das noch einmal durchzukriegen, beziehungsweise dann jetzt gleich in die Ouroboros-Form zu kommen. Sehr gut. Reaktivierung. Achso, wir sind jetzt schon in Ouroboros. Naja, machen wir jetzt Ouroboros hier und gut ist. Es gibt einfach so viel zu beachten. Es kann jetzt auch sein, dass ich selbst mit ihr jetzt schon auf über 100 schnelle. Ah ne, 75. Okay. Dann dürfen jetzt die beiden Heiler nochmal. Ich glaube, es waren jetzt noch 4 Runden gewesen, oder? Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist es auch egal. Jo, und damit kommt jetzt nochmal der Ouroboros-Angriff. 1129 Schadenbonus, das klingt ganz okay. Ja, immer drauf da. Damit ist immerhin Schulz der Belagerer-Geschichte. Ja, 529.000 Schaden. Ist jetzt nicht die Welt in so einer Angriffskette. Ah, guck mal, da haben sich gerade jede Menge Klassen vererbt. In der Beziehung hat sich dann immerhin doch gelohnt. Dann muss ich, glaube ich, zwischen den Parts auch mal gucken, wie es in Sachen Klassenvererben aussieht. So, wir gehen jetzt noch einmal diesen Gang entlang. Mal gucken, wo uns das so hinführt. Ist ja auch noch mal eine Kolonie hinter. Wann waren wir hier schon? Sieht so nach Kolonie aus, aber hier stehen auch jede Menge 46er Gegner rum. Gebirgsfront Kevis. Eigentlich will ich hier gerade nur mal ganz schnell durchringen. Jetzt habe ich eh so viel geedit, dass wenn wir uns auf diese Kämpfe hier alle einlassen würden, wahrscheinlich instant draufgehen. Und nochmal ein Scharmützel. Wurf. Auch da unten sieht man nochmal einen Container, wie man da hinkommt, keine Ahnung. Man sieht schon, ne? Today's our lucky day. Es gibt durchaus noch ewig viel zu erforschen hier in den Gebieten und hier ist nochmal ein fetter Named. Diesmal von der anderen Seite. Haben wir hier schon? Es geht einfach noch weiter hier rein. Wow. Gebirgsfront Agnus. Okay, hier treffen Agnus und Kevis aufeinander. Und den Kevis named haben wir jetzt beim letzten Mal erledigt. Den Agnus named könnte man auch noch irgendwann erledigen. Aber ich bin schon so ein bisschen verwundert schon, dass es hier noch so ewig weitergeht. Achso, hier ist der Abwurf. Hier will noch eine Agnus-Einheit mit uns kämpfen. Können wir uns jetzt alle auf einen konzentrieren, dann geht das hier ein bisschen schneller, denke ich. Der Agnus-Aggressor, das ist jetzt aber keine Einheit von dieser einen Kolonie. So, ich würde jetzt ganz gerne hier noch auf der Seite auch nochmal einen Reisepunkt finden.
damit wir uns bei Gelegenheit, auch wenn wir diesen einen Name hier auf der Seite auch nochmal machen wollen, mal schnell hier wieder hinbeamen können auf die Seite und nicht nochmal über diese ganze Brücke rennen müssen. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne nochmal unsere Versorgungsqueste abgeben, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen was weitermachen können. So. Hier haben wir auf jeden Fall mal wieder eine Abwurfkiste gefunden. I'm on it. Besten Dank. Interaktionspunkt. Ja, wie gesagt, ich will hier eigentlich nur noch einen Reisepunkt finden. Stufe 46, also sind auf jeden Fall so mit die... Man sieht auch, wir werden ständig angegriffen, ne? Das ist uns schon lange nicht mehr passiert. Gegnertechnisch sind wir hier auf, wären wir hier auf jeden Fall mal wieder en par, aber es ist halt auch nicht unsere aktuelle Route. Keine Ahnung, ob es uns auch nochmal so irgendwann hier hingeführt hätte. Aber ich sehe jetzt auch nichts zum Rasten hier großartig oder so. Haben auch rastpunkttechnisch mir noch nichts aufgedeckt. Lass mich doch mal hier drüber. Ich will hier gar nicht kämpfen. Ich will eigentlich nur noch einen Reisepunkt haben. Und dann wieder irgendwie zurück. Mal gucken, was uns hier hinten in der Höhle noch erwartet. Irgendwo muss es doch hier auch mal einen Reisepunkt geben, oder? Irgendeine Höhle. Aber es ist auch kein Reisepunkt. Manchmal waren auch einfach irgendwelche Ortmarken oder so, oder? Reisepunkte und nicht, es musste nicht zwingend ein Lagerfeuer sein. Das suchen wir uns jetzt hier auf jeden Fall noch. Hier ist noch eine Hülle zum Wegflöten. Noah, would you mind? Aber ansonsten scheint es hier keine Reisepunkte zu geben. Ja. Uraya Gebirgsfahrt. Oben ist auch noch was zum Flöten. Ich schaue mich jetzt hier auf jeden Fall nochmal um. Irgendwann muss es ja mal irgendwas geben, oder? Wo man hinreisen kann. Vielleicht da oben drauf, da hinten kann man draufklettern. Vielleicht ist da nochmal eine Art Lager oder sowas. Ja, interessant auf jeden Fall. Wo man hier noch so überall rumkommt, ne? Oder rumkommen kann. Na gut, wir können hochklettern, obwohl wir im Kampf sind. Immerhin das, dadurch ist der Kampf auch abgebrochen. Achso, hier ist nur ein Ätherkanal. Toll. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich gesucht habe. Ich glaube, darüber springen können wir nicht gerade. Tja. Aber hier rechts von uns ist auf jeden Fall noch so einiges, wie man sieht. Da muss es doch auch mal irgendwie einen Reisepunkt oder sowas geben, oder? Hey, this one means business. Achso, da oben. Naja, okay, das ist so ein Lefnis-Gedöns hier. Stufe 48 sind die alle. Ja, Klippen Ferronis Wrack. Dann müssen wir die wohl umhauen, ne?
Boah, das wird aber dauern. Das sind alles Elite. Okay, okay. Je nachdem, wie wir... Ja, wir müssen einige von denen umhauen hier, wie immer, ne? Und sie setzen uns auch gut zu. Lance stirbt gerade. Ah gut, sie sind in Ouroboros-Form gegangen. Na gut, jetzt haben wir uns, glaube ich, auch ausgerechnet den dicksten von denen hier ausgesucht für den ersten Angriff. Da waren, glaube ich, auch welche bei, die wesentlich kleiner waren, die jetzt gerade quasi im AOE schon mitgestorben sind. So, er wird jetzt erstmal hiermit verdroschen. Bezwungen, den Elite. Immerhin das. Aber wenn jetzt hier in jeder Gruppe so ein Elite drin ist, dann wird das noch lustig werden. So, 3 von 12 besiegt. So, wir fangen jetzt erstmal mit den Kleinen hier an. So, aber die Elite umzuhauen jeweils aus der Gruppe, das dauert dann noch einen Moment. Aber ich wollte ja diesen Wegpunkt hier haben. So, und jetzt noch den Elite. Naja, solange er in der Luft rumfliegt, passiert uns immerhin nicht viel, ne? Ja, sind wir questtechnisch mal wieder völlig vom Pfad abgekommen. Naja, kann schon mal passieren. Ich mache jetzt keine Angriffskette auf den. Das Einzige, was ich mir mal gönnen könnte, ist Ouroboros. So, immer drauf da. Zack, zack, zack. So, hätten wir die Hälfte hier bezwungen. Also eben 6 von 12. Müssen wir die auch noch? Hören die auch dazu? Oh Gott, ey, sind alles Elite. So ein Technik-Zusatzfeld, was auch immer das genau bringt. Können wir unsere Techniken dann zusätzlich ausführen oder sie werden zusätzlich aufgeladen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Da fliegt er wieder durch die Gegend. Hallo, können wir mal da näher ran, dass wir auch angreifen können? Danke. So, immer drauf da. Roms. Ja, mal wieder ein Elite bezwungen. 7 von 12. Dann hier die Kleinen. Und die Elite und dann noch da hinten die beiden. Und dann hätten wir es, glaube ich.
Ich bin tot. Ich glaube, ich habe zu viel Aggro gezogen. Kann das sein? Wo ist unser Ding hier, würde ich ganz gerne. Ja, und zwar alle bitte. Ah nein, ich habe den... Oh, den Charakter gewechselt. Das wollte ich wiederum auch nicht. So, er macht den Gewichtheber. Wo ist unser Gegner? Ich sehe nichts. Das Kriegerschild. Er liegt auf dem Boden, glaube ich. Naja, es gibt zumindest mal ordentliche Erfahrungen, ne? Die haben wir, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gekriegt. Man muss das auch mal positiv sehen. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Dann haben wir auch diese Elite-Gruppe hier besiegt. Und dann noch die beiden Truthahn-Haros, die, glaube ich, hinter den Dingen hier standen, ne? Ja, sehen wir, ob wir das halten können. Und dann können wir das Ding hier aktivieren. Dann haben wir ja nach meinem Verständnis auch einen Reisepunkt. Haben wir das zumindest erreicht. Listen for my orders. You can handle all the brain stuff, Tyon. Keep piling on the damage. Eyes over here. I need you, Mia. Energy grenade. Das wollte ich überhaupt nicht. Hab mich, glaube ich, völlig in den Knöpfen verdrückt. Naja, egal. Okay, die Adler schwingen hier. Ne, sind doch gar keine Elite gewesen. Oh Gott sei Dank, das sind noch ganz normale Gegner. Dann gehen die ein bisschen schneller. So, und der letzte. Ja, die beiden gingen schnell und damit haben wir das hier auch erledigt. Achso, ich muss erst rauf und das hier in Ordnung bringen. Ich erinnere mich. Wofür wir die ganze Zeit diese Älteraufladungen sammeln. Hey, can I get a hand here? On it. And there. Jo, wie viel müssen wir hier reinschmeißen? Diesmal 25, aber die haben wir, weil wir immer fleißig sammeln. Jo, nice. Und damit läuft es auf jeden Fall wieder. Ferronis Wrack Neustart. Na Gott sei Dank. Haben wir endlich einen Reisepunkt hier abgeschlossen. Ich glaube, der Park wird mega lang. Aber es ist jetzt egal. So, hier haben wir auch noch jemanden, der uns wahrscheinlich... nee, von dem wollte ich eigentlich gar nichts. Eher von deinem Kollegen daneben. Zunächst einmal Entschuldigung, bitte nicht fressen, Momomo schmeckt ganz abscheulich. Ja, helfen Sie Kontotor bei der Erstellung eines Registers. Kontotor, deine Reaktionen sind aber sehr dramatisch. Bitte gleich sagen, dachte schon, Menschen wollen Memo, Böses, hier ist Stein. Du bist schon in Panik verfallen, bevor wir ein Wort sagen könnten. Seit Tantam weg ist, ist Memo die ganze Zeit nervös und ängstlich. Memo gibt euch schönen gelben Stein, also bitte nicht tauen, gelber noch von Stein. Bitte in Zukunft nur noch mit Voranmeldung und Sicherheitsabstand, ja. Kein Problem. Hier sind wir wieder. Viele Kunden hier dank Schlachtfeld in der Nähe. Guter Ort. Einzige Sorge ist, dass Schlacht bis zu Memo vorrücken könnte. So, jetzt machen wir auch die Container hier auf. Achso, jetzt haben wir das. Das Lager hier, Reisepunkt. Die Maschine, die benutzen wir jetzt nicht mehr. Vielleicht nutze ich die auch zwischen den Parts nochmal eben. Mach jetzt noch die Container hier leer. Okay, das waren, glaube ich, auch alle gewesen. So, und dann... Nee. Dann gehen wir jetzt mal... die Regeln der Jagd, das hier abgeben. Die Frage ist nur, wo müssen wir dafür hin? Ich vermute wieder hierhin zurück.
Ach so, da, man sieht's auch. Genau, wir reisen zur Kantine und dann können wir da die Vorräte abgeben. Dann haben wir diese Nebenquests hoffentlich erledigt. Und dann, ja, schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen, ob wir unserer Hauptquest weiter nachgehen können. Oder was es noch so alles zu entdecken gibt. Nachdem wir mal wieder heftigst vom Weg abgekommen sind, von dem, was wir eigentlich tun wollten. So, Hexen. Wow, ihr habt tatsächlich alles gekriegt. Vielen Dank. So nette Strohköpfe wie euch muss man einfach lieben. Hey, könntest du aufhören, sowas zu sagen? Das geht mir echt langsam auf den Keks. Ach ja, vielleicht gefällt mir auch nicht, wie du so von oben herab mit mir redest. Ach egal, versprochen ist versprochen. Ich bringe euch dann mal zur Truppenführerin Isel. Los, wir gehen zur Keitlin-Hügelkette. Okay. Haben wir jetzt die Navigation an oder aus? Naja, egal Leute, trotzdem, ich glaube hier ist gut für heute. Zur Keitlin-Hügelkette gehen wir von hier aus beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.